im Sinne von, ja, hier, es gibt mal wieder Premium für einen halben Preis oder sogar für ein Viertel zum ein Viertelpreis, sage ich es einfach mal. Willkommen Leute zu einem neuen Video und heute habe ich mal wieder ein ganz interessantes und auf jeden Fall wichtiges Thema am Start, das euch schützen soll, abgezockt zu werden, sage ich einfach mal so. Und wir spielen Zweifelgames auf dem Gommel-Server und natürlich auch eine Laptop-Aufnahme. Das will ich halt nochmal ganz kurz vor Beginn des Videos sagen. Und ja, ich nehme hier wieder bei meinem Cousin auf und... ja, ist halt wie gesagt am Laptop eine Aufnahme, deshalb hoffe ich, dass alles wieder klappt. Das letzte Video war ja auch am Laptop aufgenommen, da hat auch alles soweit funktioniert und da hat sich keiner beschwert oder sowas, deswegen freue ich mich auf jeden Fall, dass es so gut funktioniert hat und ja, ich hoffe natürlich, dass es jetzt auch wieder so gut funktioniert. Und ihr habt wahrscheinlich auch schon den Titel gelesen, Leute. Und damit meine ich nicht irgendwie, falls es jetzt jemand falsch verstehen sollte, dass es jetzt Gomme HD Lifetime Premium oder generell Lifetime Premium zu diesem Preis geht. Denn es geht um was ganz anderes. Und zwar gibt es momentan, deshalb mache ich auch dieses Video, kuriose Leute, die meinen, andere Leute mal wieder verarschen zu müssen. Im Sinne von, ja, hier... es gibt mal wieder Premium für einen halben Preis oder sogar für ein Viertel zum ein Viertelpreis, sage ich es einfach mal. Und ja, solche, na, ich sag's einfach mal so wie es ist, solche Idioten gibt es halt momentan wieder. Und ja, ich wollte euch halt einfach nochmal dafür davor beschützen, sage ich mal, bevor sich vielleicht der ein oder andere überlegt, da sage ich mal drauf einzugehen, dass solche Leute, die zum Beispiel sagen, ja, hey, hier, ich kann dir Lifetime-Prämie auf dem Gommel HD Server besorgen, weil ich dort den kenne und das billiger, da dürft ihr euch nicht drauf verlassen. Das ist zu 100% fake und damit meine ich halt wirklich nur Leute, die halt meinen, dass ihr halt den Premium-Rang billiger bekommt. Sprich, er sagt ja, du gibst mir 20 Euro Paysafe-Card oder 20 Euro das und das und dann gebe ich dir den Premium-Rang auf den und den Account für, sagen wir jetzt einfach mal vollkommen übertrieben, 15 Euro. Ne? Und ja, es gibt jetzt halt momentan solche Leute, die halt meinen, damit den einen oder anderen abziehen zu wollen. Es gibt auch so gewisse Twitter-Pages, dessen Namen ich jetzt extra nicht erwähnen werde. Und davor warnt auch der Gombe-Server. Deswegen möchte ich das Ganze hier auch nochmal ansprechen, dass ihr euch, dass genau ihr diesen Fehler nicht macht, denn ich möchte euch halt davor schützen und es wäre halt sehr ärgerlich, wenn der ein oder andere da vielleicht nicht so ganz durchblicken kann und ja, sich dazu hier bereit erklärt, diesen Rang halt angeblich für 15 Euro zu kaufen, was natürlich vollkommener Schwachsinn ist, also ihr werdet den Rang nicht bekommen. Und natürlich gibt es den einen, also einige Leute, die halt meinen, auch den Premium-Account, wo angeblich Lifetime-Premium drauf sein soll, für 15 Euro oder sowas zu verkaufen. Und da kann ich auch nur sagen, ja, ich weiß nicht, da ist es halt schon seriöser, dass es halt vielleicht stimmt, aber zu 15 Euro, ich würde es nicht machen und generell, ich würde auch keinen Account kaufen, wenn ich ehrlich bin, dann verzichte ich hier ja drauf, weil... es gibt halt immer manchmal so eine Möglichkeit, den Account wiederzubekommen, wenn man den dann verkauft. Also per Sicherheitsfrage oder sowas, denke ich mal. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so ganz genau aus, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, den Account dann wiederzubekommen. Und da rate ich, wie gesagt, prinzipiell von ab, dass ihr das dann macht. Also ich möchte halt, wie gesagt, nicht, dass ihr da irgendwie verarscht werdet. Deshalb mache ich nochmal dieses Video. Und... ja, wie gesagt, Leute, geht auf solche Angebote nicht ein, wenn euch jemand meint, einen Premium-Rang auf den und den Server, also Lifetime, zu besorgen für, weiß ich nicht, wie gesagt, 15 bis 20 Euro oder irgendwie in einem richtig billigen Rahmen, was halt eigentlich vollkommen unseriös erscheint und auch vollkommen unseriös ist, dann geht nicht drauf ein, ihr dürft solchen Leuten echt nicht die Aufmerksamkeit geben und das wäre echt sehr, sehr schlimm, wenn dann sogar noch die Person euch abzockt. Das würde mir auch mega leid tun. Deswegen, ja, hoffe ich natürlich, dass es noch kein passiert ist. Und ist das wirklich ein Team? Ach, komm schon. Oh, shit. Das ist doch wohl ein Team, oder nicht? Hä?
Lol. Hey, das ist doch wohl ein Team. Das kann doch nicht wahr sein. Was soll das? Hä? Blockkopf, er schreibt Shit. Shit, sorry. Sehr vertan. Hä? Was geht denn jetzt ab? Egal, ich hau ab. Was ist denn da los? Ich glaube, die sind in die falsche Arena gegangen. Okay, kein Ding. Ja, okay, kann ja mal passieren. Es war jetzt ein bisschen ungünstig so für mich, aber ja, ich kann es verzeihen. Also wenn sie meinen, das war halt nicht extra, dann ist es schon okay. Hä? Was macht der denn jetzt hier? Lol, wo kam der denn jetzt? Ja, also wie gesagt, das kann ja mal passieren, deswegen bin ich da jetzt auch nicht böse, solange sie sagen, ja gut, tut mir leid, sorry. Habe ich vollkommen Verständnis für. Ich meine, das kann halt mal passieren, dass man die falsche Arena anklickt und das nehme ich auch wirklich kein böse. Solange sie halt den Fehler einsehen, ist alles gut. Man muss ja nicht mal so nachtragend sein. Und jetzt, Brudi Kraft, dich möchte ich auch noch gern töten. Okay, dann zack. Und der erste Hit vielleicht, ja. Okay, er ist auf jeden Fall am Brennen. Und jetzt muss ich am besten hier drauf laufen, damit er mich nicht angreifen kann mit dem Feuer. Also, dass er das Feuerzeug natürlich nicht benutzen kann, meinte ich. Sondern ich kann jetzt natürlich noch den Shane-Brustpanzer benutzen, aber der ist auch nicht besser. Dann lasse ich das mal, das kann ich noch ausrüsten. Und ja, Leute, das war es auch eigentlich schon so mit dem Thema. Ich wollte euch davor nochmal warnen, damit das auch geklärt ist. Und ja, Leute, dann wisst ihr Bescheid, geht auch so eine Scheiße nicht ein. Seid nicht so leichtgläubig, lasst euch nicht verarschen. Das wäre echt traurig und ich hoffe, dass das auch keinem passiert ist. Falls ja, dann tut es mir wie gesagt leid, aber ich hoffe es einfach mal. So, und Kollege, dich möchte ich jetzt töten. Was? Okay, perfekt. Der war gut. Der sitzt. Okay, den haben wir, den zünden wir jetzt an. Und jetzt brennen wir nochmal. Okay, er brennt auf jeden Fall. Okay, ich möchte ihn verbrennen lassen. Okay, so, ihr solltet jetzt sterben. Zack, und da haben wir gewonnen. Ja, gut, da würde ich sagen, 6 Kills in einer Runde. Und wie machst du das mit der Rüstung? Hä? Welche Rüstung? Lol. Ja, Aufnahme. Schreibe ich einfach mal in den Chat. Ich schreibe das eigentlich momentan immer so. Also, wenn jemand fragt, nimmst du auf, schreibe ich das auch in den Chat. Aber fragt bitte nicht immer in der Runde danach. Das nervt nämlich ein bisschen. Und ja, ich würde sagen, das war so eine kurze Runde. Ich würde sagen, wir hängen einfach mal Uncut eine Runde Quick Survival Games hinten dran. Ich gehe jetzt mal hier rein, damit ich das Ganze noch schön force-mappen kann. Ich muss sagen, Survival Games oder Quick Survival Games am Laptop ist für mich echt total ungewohnt. Generell so Survival Games und Minecraft am Laptop ist mega ungewohnt für mich. Ich spiele zwar mit meiner Tastatur, die ich halt auch am PC benutze und auch meiner Maus. Nicht am PC benutze, weil ich halt mein komplettes Equipment mitgenommen habe. Mit Ausnahme vom Laptop. Vom PC natürlich. Ich habe normalerweise spiele ich auf dem PC. Das hat der ein oder andere ein bisschen falsch im Equipment-Video verstanden, weil ich dann nur meinen Gaming-Laptop gezeigt habe. Und ich habe halt meinen PC noch nicht vorgestellt, weil ich da noch ein bisschen was verändern wollte. Und deshalb habe ich, wie gesagt, noch mal nicht meinen PC gezeigt. Das hatte nichts damit zu tun, weil ich irgendwie am Laptop aufnehme oder so. Das dürft ihr nicht falsch verstehen. Das hat halt einfach nur was damit zu tun, weil ich halt noch was am PC verändern möchte und das ein bisschen sinnlos wäre, wenn ich jetzt schon mein... Was? Alter! Mein Kollege! Boah, alter Shit, das war knapp. Und es in meinen Augen halt sinnlos wäre, wenn ich jetzt mein PC gezeigt hätte, wenn ich da sowieso in ein paar Wochen was verändere. Da warte ich lieber noch ein bisschen, bis mein Equipment dann auch so ist, wie es dann auch wirklich sein soll oder sein wird. Also zumindest jetzt, was den PC angeht. Und mache dann nochmal ein extra Videos. Denke ich, ist in irgendeiner Hinsicht verständlich und auch sinnvoller. Weil wenn sich dann sowieso wieder was verändert, dann weiß ich nicht, macht das ja keinen Sinn. Dann habe ich ihn lieber ausgelassen und das wollte ich halt auch nochmal ganz kurz gesagt haben. Und an sich sind wir jetzt gut equipped. Ich kann mich nicht beschweren, so schlecht war die Runde auch nicht. Ich glaube, ich werde nicht gewinnen. Also, wie gesagt, es ist halt nicht einfach für mich, da irgendwie was zu reißen jetzt am Laptop, aber anstrengen werde ich mich natürlich trotzdem. Und... Ah, oh, scheiße.
Na gut, da habe ich wohl verkackt. Mann, er hatte ein halbes Herz, aber wie gesagt, es ist nicht ganz einfach für mich am Laptop zu zocken. Und er hatte jetzt auch besseres Equipment, von daher ist es kein Problem. Halbes Herz ist kein Herz, sage ich ganz klassisch. Und in diesem Sinne war es trotzdem eine schöne Runde. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Lasst euch auf jeden Fall nicht verarschen, Leute. Das sollte nochmal das Schlusswort sein. Und in diesem Sinne, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Haut da rein und ciao.